Der Schatz des mächtigen Aztekenkönigs Montezuma. Als die spanischen Eroberer einfielen, verschwand der märchenhafte Reichtum ohne jede Spur. Der Legende nach wurde der Goldschatz weit nach Norden ins sagenumwobene Aztlán gebracht. Die Suche danach begann mit einem Goldschürfer, der diesen in der Nähe einer kleinen amerikanischen Stadt vermutete. Es ist hier. Montezumas Gold ist hier irgendwo vergraben. Ihm folgten andere, die nach dem Schatz suchten. Sie sahen gespenstische Erscheinungen. Haben sie eine Armee von Aztekenkriegern erweckt? Manche verloren dabei ihr Leben. Und so den Fluch des schrecklichen Montezuma auf die Stadt gezogen? Es gibt einen Fluch, der verhindert, dass der Schatz gefunden wird. Die Suche begann vor 100 Jahren. Im Sommer 1914 fuhr ein alter Goldsucher mit seinem Fahrrad durch den Johnson Canyon in Utah im Südwesten der USA. Sein Name war Freddy Crystal und sein Ziel war ein Ort namens Kanab. Ich denke, die Leute in Kanab hielten Freddy für verrückt. Er sah auch entsprechend aus. Wirres Haar, wilder Blick, unrasiert. Solche Menschen sah man hier nicht oft. Und was er erzählte, war noch ungewöhnlicher. Er behauptete, der Schatz von Montezuma sei in der Umgebung vergraben. Und wer ihm bei der Suche helfe, bekomme einen Anteil. Solche Geschichten waren den bodenständigen Bewohnern fremd. Die meisten Menschen in Kanab waren Mormonen. Es waren typische Kleinstadtbewohner, die ein einfaches Leben führten. Sie betrieben Landwirtschaft und Viehzucht oder hatten einen kleinen Laden. Kanab war ein kleines Bauerndorf. Die Menschen lebten dort von dem, was sie der Erde abgewinnen konnten. Sie wollten nichts mit ihm oder dem Schatz zu tun haben. Freddy konnte nicht verstehen, wie einer der größten Schätze der Welt diesen Leuten einfach egal sein konnte. Als die Spanier den Schatz lange Zeit zuvor das erste Mal sahen, standen sie ehrfürchtig vor den Kostbarkeiten aus Jade, Türkis, Silber und Gold. Freddy Crystal war überzeugt, dass sie den Schatz ins südliche Utah gebracht hatten. Er war sich absolut sicher, denn die Geschichte des Goldes war ihm als Vision erschienen. Bevor Freddy nach Kanab kam, war er Goldschürfer in Idaho. Er arbeitete dort in einer Mine und wurde eines Tages von einem Stemmeisen am Kopf getroffen. Dies verursachte ein Erlebnis, das man als Vision bezeichnen könnte. Freddy sah eine große Anzahl von Aztekenkriegern, die einen langen Sklavenzug führten. Sie gingen nach Norden, überquerten den Rio Grande und kamen ins Gebiet des heutigen Texas. Dann ging es weiter nach New Mexico und Arizona, wo sie schließlich den Colorado River erreichten. Die Azteken zogen mit den Sklaven weiter ins südliche Utah. Doch hier begann die Vision plötzlich zu verblassen. Sklaven und Azteken verschwanden. Dann tauchte ein Bild auf, das nur langsam Konturen annahm. Es sah aus wie eine alte Felsritzung, eine sogenannte Petroglyphe. Freddy war verwirrt. Warum hatte er diese Krieger gesehen
die einen Sklavenzug tausende Kilometer vom Aztekenland ins heutige Utah trieben. Er beschloss, so viel wie möglich über die Geschichte der Azteken herauszufinden. Seine Lektüre führte ihn zu den Ereignissen rund um den Untergang des einst mächtigen Aztekenreichs. Obwohl die Azteken für Grausamkeit und Menschenopfer berüchtigt waren, hießen sie den spanischen Konquistador Hernán Cortés zunächst willkommen. Der Zeitpunkt seiner Ankunft hätte nicht günstiger sein können. Eine Prophezeiung sprach von einem weißen Gott, der 1519 erscheinen sollte. Und hier war er. Der Spanier wollte Gold sehen. Und die eifrigen Azteken führten ihren neuen Gott geradewegs zur Schatzkammer. Die Eroberer waren sprachlos. Alle Schätze der Welt schienen in diesem einen Raum aufgehäuft zu liegen. Als die unvermeidlichen Kämpfe ausbrachen, töteten die Spanier Montezuma und stürmten seine Schatzkammer. Aber die Gewölbe waren leer. Der Schatz war fort. In späteren Berichten las Freddy, der Schatz sei nach Norden geschafft worden. In das Land Aztlán. Die sagenhafte Urheimat der Azteken, die man im Südwesten der heutigen USA vermutet. Der Legende nach wurden die Aztekenkrieger zusammen mit dem Schatz in einer Höhle eingeschlossen, um das Gold des Königs gegen jeden Eindringling zu verteidigen. Nun verstand Freddy endlich, was seine Vision bedeutete. Er war sich sicher, die Armee der Sklaven gesehen zu haben, die den Schatz nach Norden zum Colorado River trug. An dieser Stelle war die Vision verblasst. Doch er hatte noch einen Wegweiser. Und Freddy war überzeugt, dass er die Stelle markierte, an der das Gold von Montezuma verborgen lag. Er hatte einen einzigen Anhaltspunkt, eine Petroglyphe, die in eine rote Felswand geritzt war. Im Südwesten Amerikas gibt es jedoch zahllose rote Canyons, die mit Tausenden von Petroglyphen bedeckt sind. In dieser endlosen Wildnis eine bestimmte Petroglyphe zu finden, schien Freddy unmöglich. Er stand vor einer unlösbaren Aufgabe. Nach einigen Monaten hatte Freddy die Hoffnung auf den Schatz beinahe aufgegeben. Doch eines Abends warf er einen Blick in die örtliche Zeitung und stieß auf einen Artikel über einen Mormonenältesten namens Levi E. Young. Er war wegen kirchlicher Angelegenheiten nach Kanab gereist und hatte nebenbei ein paar Fotos von der großartigen Landschaft in der Umgebung aufgenommen. Es war eines dieser Fotos, das Freddys Aufmerksamkeit erregte. Er hatte keinen Zweifel. Vor ihm lag das Bild, das er in seiner Vision gesehen hatte. Und dank Levi Young wusste er nun, wo es sich befand. Auf einer Felswand in der Nähe des Städtchens Kanab. Freddy sprang auf sein Fahrrad und fuhr rund 500 Kilometer nach Süden. Er war sich sicher, dem verlorenen Schatz endlich auf der Spur zu sein. Doch Freddys blinder Glaube an seine Sache stieß bei den frommen Mormonen auf taube Ohren.
Die meisten Bewohner von Kanab ließen ihn links liegen. Der Einzige, der sich auf ihn einließ, war ein Mann namens Oscar Robinson. Er besaß eine Ranch und willigte ein, Freddy bei sich aufzunehmen. Oscar Robinson gewährte Freddy freie Unterkunft und Verpflegung. Es war eine Cowboy-Ranch. Oscar Robinson hatte einen kleinen Viehbestand aus Schafen und Rindern. Er unterstützte Freddy und gab ihm, was er brauchte. Die anderen Farmer hielten Freddy für einen Schmarotzer und mochten ihn nicht besonders. Er war schließlich nur wegen des Goldes hier. Freddy hatte Glück. Die Robinson Ranch lag mitten in den Canyons von Kanab. Sie war der perfekte Ausgangspunkt, um auf Petroglyphenjagd zu gehen. Jeden Tag brach er früh morgens auf, um die ausgedehnten Canyons, die sich meilenweit um Kanab erstreckten, Meter für Meter abzusuchen. Für einen einzelnen Menschen schien es geradezu unmöglich, die gesuchte Stelle zu finden. Doch nicht für Freddy. Er hatte ein Ziel vor Augen und er folgte seiner Vision. 2 Jahre lang suchte er in den Felsen, während die Farmer auf der Robinson Ranch sich über ihn lustig machten und ihm sagten, er sei verrückt. Jedem, der sich noch mit ihm abgab, zeigte Freddy unermüdlich das Foto aus der Zeitung. Und so gab es 1916 endlich gute Neuigkeiten. Ein Mann hatte die Felsritzung gesehen, die Freddy für die Markierung der Schatzhöhle hielt. Er konnte es kaum fassen, dass er die Stelle offenbar übersehen hatte. Sie lag nur 3 Kilometer von der Ranch entfernt. Doch dann wurde ihm alles klar. Man erzählte ihm, dass die Felsritzung weggesprengt worden war. Ein Farmer hatte den Plan gehabt, sich unter dem Fels ein Heulager zu bauen. Dabei hatte er versehentlich Freddys entscheidenden Wegweiser zu Montezumas Gold in ein Häufchen Sand verwandelt. Freddy konnte diese Neuigkeit anscheinend nicht verkraften. Er verschwand so plötzlich, wie er aufgetaucht war. Die Menschen von Kanab glaubten, sie würden den Mann mit dem wilden Blick und den Geschichten über verlorene Schätze nie wiedersehen. Doch dann, 1922, sah man eine vertraute Gestalt durch den Johnson Canyon fahren. Die Überraschung war groß, als Freddy 6 Jahre später zurückkehrte. Er ging sofort zur Robinson Ranch, denn er hatte großartige Neuigkeiten für seinen alten Freund Oscar. Er hatte die letzten 6 Jahre in Mexiko verbracht und eine Karte gefunden. Nachdem die Felsritzung zerstört war, hatte Freddy sich seine Vision in Erinnerung gerufen. Er hatte den Sklavenzug von einer Stadt aufbrechen sehen und wusste nun, dass es Tenochtitlan sein musste, die Hauptstadt des Aztekenreichs. Die Spanier hatten in ihrem Zorn die Aztekenstadt dem Erdboden gleichgemacht und als Mexiko-Stadt neu aufgebaut. Freddy reiste in die Stadt, wo ihm ein fantastisches Gerücht zu Ohren kam. Es hieß, einer der Azteken, die in die Hände der Spanier gerieten, habe eine Karte bei sich gehabt, die den Standort des Schatzes offenbarte. Im Chaos der blutigen spanischen Eroberung war die wertvolle Karte verloren gegangen. Freddy fand heraus, dass die Aufzeichnungen aus jener Zeit im Keller eines Klosters aufbewahrt wurden. Also kletterte er nachts über die Mauer und brach in das Kloster ein. Und er fand tatsächlich, wonach er suchte.
Die Karte stellte ein Gebiet dar. Sie zeigte eine Felswand, vor der eine Art Sumpf lag. Und um sie herum ragten 7 Berge auf. Die Felsen und der Sumpf erinnerten Freddy an den Johnson Canyon. Doch die Karte enthielt ein Detail, das er auf seinen Erkundungen nie gesehen hatte. Eine Treppe, die nach oben führte. Freddy war sich sicher. Der Schatz musste am Ende der Treppe hinter dem Eingang versteckt liegen. Dank der Karte begannen nun einige der jüngeren Cowboys, sich für seine Geschichte zu interessieren. Alvin Judd, Oscar Robinsons 16-jähriger Schwiegersohn, war besonders fasziniert. Mit seinem Freund Cowhide Adams begleitete er Freddy, wann immer er konnte. Freddy erzählte den beiden, dass sie am Ende der Treppe eine mit Mörtel versiegelte Höhle finden würden. Und dahinter würden die Geister der Aztekenkrieger den Schatz bewachen. Doch die meiste Zeit war Freddy allein unterwegs und suchte in den Canyons nach dem Aussichtspunkt über die 7 Berge. Dann, zu Thanksgiving im Jahr 1922, blickte Freddy zum Horizont und blieb abrupt stehen. Er holte seine Karte hervor und... An diesem Tag fand er die perfekte Übereinstimmung. Es war alles da. Die 7 Berge, die Felswand und der Sumpf davor. Alles war wie auf der Karte. Freddy konnte es kaum fassen. Nach all den Strapazen hatte er es geschafft. Gemeinsam mit den jungen Cowboys Alvin Judd und Cowhide Adams eilte er zu der Felswand, in der er die Schatzhöhle zu finden hoffte. Freddy suchte den Canyon nach einer Treppe ab, die in den Stein gehauen war. Sie fanden die Felswand und entdeckten auch die steinerne Treppe, die nach oben führte. Freddy stürmte voraus und ließ die beiden Jungs weit hinter sich. Er war begeistert. Gleich würde er vor dem Gold stehen. Er suchte nach einer Auffälligkeit im Fels. Nach irgendetwas, das ungewöhnlich aussah. Als sie oben ankamen, hielten sie Ausschau nach einer Höhle im Fels. Doch es war nichts zu sehen, außer einer kleinen Vertiefung. Doch Freddy schien einen sechsten Sinn zu haben. Er wusste, dass dieser Ort etwas Besonderes war. Er holte einfach sein Taschenmesser hervor. Sie begannen an Ort und Stelle zu graben mit Taschenmessern, mit den Händen, mit allem, was sie zur Verfügung hatten. Und unter der sandigen Oberfläche stießen sie auf etwas Hartes. Es sah aus wie Mörtel und Steine. Der Mörtel bestand aus Kalkstein, der im Johnson Canyon nicht vorkommt. Das nächste Vorkommen ist über 30 Kilometer entfernt. Jemand musste ihn also mitgebracht haben, um die Wand zu bauen. Und wer, wenn nicht die Azteken? Und dann durchbrachen sie die Wand. Und sie dachten, jetzt ist es soweit. Freddy wies die beiden Jungs an, zurückzubleiben, während er die Höhle untersuchte. Denn es hieß, dass der Schatz von den Geistern der toten Aztekenkrieger bewacht wurde. Freddy tastete sich durch die sandige Höhle. Dann plötzlich... Eine Sprengfalle explodierte und ein Felsbrocken rollte auf sein Bein, sodass er sich nicht mehr bewegen konnte. War dies der Fluch von Montezuma? Freddy rief verzweifelt um Hilfe. Alvin Judd eilte sofort herbei. Wäre er allein gewesen, hätte er in der Höhle umkommen können. Von Aztekenkriegern war nichts zu sehen. Doch die drei waren beunruhigt. Was, wenn in der Höhle noch weitere Fallen lauerten? Die Begeisterung flaute ab. Die Begegnung mit dem Tod brachte die drei Schatzsucher zurück auf den Boden der Realität. Es war einfach zu gefährlich. Also beschlossen sie, in der Stadt von ihrer Entdeckung zu erzählen und nach Mitstreitern zu suchen.
Freddy eilte zurück nach Kanab. Er konnte es kaum erwarten, allen zu erzählen, wie nah er an Montezumas Schatz dran war. Doch er brauchte Helfer, und das in großer Zahl. Endlich überzeugt, dass Freddys Geschichte wahr sein könnte, waren nun alle bereit, beim Ausgraben des Schatzes zu helfen und die Beute aufzuteilen. Es war die Art und Weise, wie die Gemeinden, vor allem im Westen, damals funktionierten. Man arbeitete zusammen und alle machten mit bei dem großen Abenteuer, Montezumas Schatz zu finden. Innerhalb weniger Tage glich Kanab einer Geisterstadt. Die Bewohner hatten sich mit Kind und Kegel in den Johnson Canyon aufgemacht. Eine Stadt wie Kanab vollständig zu verlassen, das war schon bemerkenswert. Plötzlich lebte eine ganze Gemeinde am Fuß des Canyons und man begann zu graben. Das waren alles Bauern und Viehzüchter. Ihre Arbeit war ihr Leben. Und dieses Leben legten sie auf Eis, um Freddy Crystal zu helfen. In den 20er Jahren war Kanab eine der abgeschiedensten Gemeinden der USA. Doch sie wussten, dass eine vollständig verlassene Stadt unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Am Johnson Canyon war eine Zeltstadt entstanden, während einige Leute in Kanab blieben, um den Anschein einer bewohnten Stadt zu erwecken. In Kanab hielt man sich nicht unbedingt an Konventionen. Seit 1912 gab es hier den ersten weiblichen Stadtrat der Welt. Die Frauen des Stadtrats erhoben eine Gebühr, wenn jemand das Wort Schatz laut aussprach. Sie wollten mit allen Mitteln verhindern, dass Fremde von dem Schatz erfuhren und ihn für sich beanspruchten. Die Frauen des Stadtrats setzten alles daran, das Geheimnis streng zu hüten. Doch trotz aller Bemühungen kamen bald Gerüchte auf. Seltsame Dinge sollten in dem Städtchen vor sich gehen. Es gibt eine Geschichte von zwei Männern aus Salt Lake City, die von den Ereignissen in Kanab Wind bekommen hatten. Sie machten sich neugierig auf den Weg. Doch als sie ankamen, war die Stadt leer und alle Läden waren geschlossen. Angeblich ließ ein Stalljunge die Katze aus dem Sack und schickte die Fremden zum Johnson Canyon. Noch bevor sie in die Nähe der Grabungsarbeiten kamen, sahen sie bereits eine Waffe auf sich gerichtet. Man sagte ihnen, sie sollten umkehren, und das taten sie. Ungestört von Eindringlingen ging die Arbeit schnell voran. Als sie das Ende der ersten Höhle erreichten, durchbrachen sie erneut eine Wand. Doch dahinter führten nur weitere Höhlen tief in den Berg hinein. Von Gold oder Schätzen war nichts zu sehen. Die Leute begannen zu bezweifeln, dass es überhaupt einen Schatz gab. Sie holten Schaufel um Schaufel an Erde und Sand aus der Höhle. Doch langsam fragten sie sich, wie lange das so weitergehen sollte. Einer nach dem anderen verlor seinen Glauben an Freddy Crystal. Immer mehr Menschen gaben nach und nach die Suche auf und kehrten zurück zu ihren Farmen, ihren Familien, ihrem gewohnten Leben. Doch ein harter Kern machte weiter, getrieben von der Hoffnung auf den Schatz. Ich glaube, viele dachten sich, nur noch eine Schaufel voll, dann ist es soweit. Nach zwei langen Jahren standen die verbliebenen Goldgräber endlich vor der letzten Höhlenwand. Alle sahen im Geiste schon das Gold vor sich. Mit der nächsten Schaufel würden sie es freilegen. Sie durchdrangen schließlich die Wand. Doch was sie sahen, brach ihnen das Herz. Angeblich fanden sie einen alten spanischen Helm und einen kaputten Mokassin. Das war nicht viel für all die Mühe, die sie geopfert hatten. Von Gold war nichts zu sehen. Es gab kein Gold. Ich kann mir kaum vorstellen, was das für ein Gefühl gewesen sein muss. Freddy war tief enttäuscht und er sah sich noch einmal die Karte an. Da kam ihnen in den Sinn, dass der Schatz wahrscheinlich nur vorübergehend in den Tunneln gelegen hatte und dass sie vielmehr dort suchen mussten, wo sie das ganze Material aus den Höhlen aufgeschüttet hatten. Freddy sagte also, wisst ihr was? Wir müssen hier graben, wo wir jahrelang das Zeug aufgeschüttet haben.
Freddys plötzlicher Sinneswandel stieß auf wenig Begeisterung. Die Leute aus der Stadt waren nicht gerade erfreut. Nach all der Zeit, die sie mit dem Ausgraben der Höhlen vergeudet hatten, sollten sie nun dasselbe Erdreich noch einmal umschichten? Das wollten sie nicht. 1924 verließen sie mit leeren Händen die Grabungsstätte und kehrten dem Mann den Rücken, der sie mit vermeintlichen Schätzen gelockt hatte. Freddy verschwand eines Tages und keiner wusste, was mit ihm geschehen war. Man munkelte, die Leute aus der Stadt hätten ihn aus Rache ermordet. Es hieß, man habe ihn aus Wut über die verschwendete Zeit ermordet. Oder wegen der Karte. Manche glaubten auch, er habe Montezumas Zorn auf sich gezogen und er sei bestimmt nicht der Letzte, der wegen des Schatzes sterben musste. Freddy Crystal war 1914 zur Robinson Ranch gekommen. Fast 70 Jahre später tauchte erneut ein Fremder auf, der von Montezuma und seinem verborgenen Schatz sprach. Sein Name war Raymond Dillman. An dem Tag, als Dillman ankam, war meine Mutter allein zu Hause. Ein alter grüner Van fuhr den Weg herauf. Darin saßen lauter kräftige Männer spanischer Abstammung. Meine Mutter bekam Angst, denn sie war hier draußen ganz allein. Doch sie wagten es nicht, auszusteigen. Meine Mutter erzählt diese Geschichte viel besser. Als ich die Männer in dem Wagen sah, bekam ich im ersten Moment richtig Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, aber ich hatte ja die Hunde. Diese Hunde konnten einen höchstens zu Tode lecken. Sie hätten niemandem ein Haar gekrümmt, aber sie konnten bellen. Oronel Judd nahm schließlich all ihren Mut zusammen. Ich ging zu ihnen hin und einer fragte mich, ob es an den Felsen Hieroglyphen gebe. Sie sagte, ja, gleich hier neben dem Haus. Er fragte, ob er sie sehen könne. Sie war einverstanden und führte ihn zu der Stelle. Raymond Dillman suchte nach einer Petroglyphe, die drei Tiere in einer Reihe und darunter drei Kreise zeigte. Es war genau das Bild, nach dem er suchte. Doch Dillman brauchte noch einen weiteren, endgültigen Beweis. Er fragte nach einer Art Zielscheibe und meine Mutter wies ihm den Weg. Diese Petroglyphe, eine Spirale aus 9 Kreisen, bestätigte Dillmans Theorie. Er sagte, der Schatz von Montezuma ist auf ihrem Grundstück vergraben. Ich sagte, ach ja. Hast du davon graue Haare bekommen? Ja, ganz plötzlich. Jede andere Familie hätte Dillman wahrscheinlich weggeschickt. Doch nicht die Judds. Es war ungewöhnlich und es machte uns neugierig. Unsere Familie war ja von Anfang an bei Freddy Crystals Suche mit dabei. Nun tauchte ein anderer aus dem Nichts auf und fragte uns nach diesem Bild. Und wir kannten es sogar und konnten es ihm zeigen. Der Schatz begleitete meine Familie schon so lange. Dass dieser Dillman nun Ende der 70er, Anfang der 80er an unsere Tür klopfte und die Suche fortsetzte, war einfach unfassbar. Dillman erzählte den Judds, er habe sich seit 16 Jahren intensiv mit ein paar alten Steintafeln beschäftigt. Den sogenannten Peralta-Steinen. Sie wurden in den 50er Jahren am Rande eines Highways in Arizona ausgegraben. Manche glauben, auf den Steinen wäre eine Karte der legendären Dutchman-Mine in Arizona. Doch Dillman glaubte, die Steine hätten ihn direkt zu den Petroglyphen auf der Judd Ranch geführt, wo er Montezumas Schatz vermutete. Das Bild mit dem Pferd war das, was er auf der Ranch suchte. Die anderen Tafeln stellten zusammen eine Karte dar, durch die er überhaupt erst in den Johnson Canyon gekommen war. Dillman behauptete, von Azteken und Indianern abzustammen. Dies habe es ihm ermöglicht, die Symbole auf den Steinen zu entziffern. Wenn eine Steinkarte gut genug für Ray Dillman war, dann war sie es auch für Bruce und Brent Judd.
Die Brüder besorgten sich einen Bagger und begaben sich zu der Stelle mit der Spirale. Wir begannen zu graben. In den 20er Jahren war die ganze Stadt mit Eimern und Schaufeln angerückt. 60 Jahre später waren es nur zwei Männer mit einem mächtigen Bagger. Wir bewegten etwa 40 bis 50 Mal mehr Erde als die Leute damals. Sie hatten ja keine Gerätschaften und mussten alles mit der Hand machen. Nach wenigen Tagen lag ein riesiger Berg aus Sand und Steinen neben der Felswand. Sie hatten den Boden unter der Spirale freigelegt und machten bald darauf einen grausigen Fund. Knochen. Viele Knochen. Die Hälfte der Leichen war verbrannt worden. Wir waren sprachlos. Es war, wie er gesagt hatte. Doch es waren nicht nur Knochen. Als sie eine Felskante abbrachen, rollte plötzlich etwas auf sie zu. Es rollte auf uns zu und wir dachten schon, oh mein Gott, ein Schädel ist hinter uns her. Dann sahen wir, dass es nur ein Topf war, der mit einer Lehmschicht versiegelt worden war. In dem Topf fanden wir 213 Türkisperlen. Es war noch nicht Montezumas Schatz. Doch es schien ein vielversprechender Anfang zu sein. Man kann sich vorstellen, wie aufgeregt wir waren, wie das Goldfieber in unseren Augen leuchtete. Direkt über der Stelle lag ein merkwürdig geformter Fels, den die Brüder als weiteren Anhaltspunkt interpretierten. Wir nannten ihn den Opferstein. Er war groß genug, dass ein 2 Meter großer Mensch darauf liegen konnte. Und er hatte eine Abflussrinne, die bis zum Rand der Felswand ging. Der Fund ließ die Brüder zu ihren Geschichtsbüchern greifen. Bald wussten sie alles über die aztekische Vorliebe für Menschenopfer. War dies die Opferstelle für die Sklaven, die den Schatz im frühen 16. Jahrhundert aus der Aztekenhauptstadt transportiert hatten? Es war die perfekte Opferstelle, denn das Blut konnte einfach über den Rand der Felswand abfließen. Wir dachten, es mussten die Azteken gewesen sein und dass sie die Leichen gegessen hatten. Als sie an der Felswand weitergruben, stießen sie auf flache Steinplatten. Die Platten bedeckten einen Hohlraum, der mit Sand gefüllt war. Wir schaufelten ihn aus und stießen in 2,5 Metern Tiefe auf einen Tunnel. Wir dachten, es wäre der Eingang zur Höhle und der Schatz konnte nicht mehr weit sein. Der Tunnel war gerade breit genug, um hindurchzukriechen. Und was fanden wir? Skelette. Vor den Öffnungen lagen große Steine. Als wir den ersten entfernten, war der Raum dahinter mit menschlichen Knochen gefüllt. Und man konnte erkennen, dass sie die Toten gegessen hatten. Die Judd-Brüder hatten eine Grabstätte freigelegt. Doch waren es die Überreste aztekischer Sklaven, die den Schatz aus dem Süden hierher getragen hatten? Die Antwort war nein. Die Kohlenstoffdatierung ergab, dass die Skelette etwa 4000 Jahre alt waren. Also rund 3500 Jahre älter als Montezuma. Dies waren nicht die Überreste der aztekischen Sklaven. Es war ein schwerer Rückschlag für Brent und Bruce. Und so brachen sie die Suche ab. Sie sind jedoch nach wie vor überzeugt, dass der Schatz existiert. Und irgendwo rund um Kenab versteckt ist. Er ist hier. Das steht fest. Es ist hier. Montezumas Gold ist hier irgendwo vergraben. Bruce behauptet, er wisse jetzt, wo ein Teil des Schatzes verborgen liege. Ich weiß, wo ein Teil des Schatzes sein müsste. Aber ich werde nicht hingehen. Ich werde ihn nicht suchen. Bruce ist überzeugt, es sei zu gefährlich, nach dem Schatz zu suchen. Ja. Manche verloren dabei ihr Leben. Ein Mann wollte ihn seinem Sohn zeigen. Dabei wurde der Junge von einer Klapperschlange getötet. Man erzählt sich wilde Geschichten. Die alten Azteken sollen zurückgekehrt sein und gesagt haben, es ist noch nicht an der Zeit. Lasst es sein.
Es sprach sich schnell herum, dass der Schatz verflucht sei. Doch nicht jeder in Knapp ließ sich davon abschrecken. Brent Child war ein guter Freund der Judds. Doch er war sich sicher, der Schatz liege nicht auf ihrer Ranch. Er vermutete ihn unter diesem See im Norden von Knapp. Er glaubte, die Azteken seien auf der Flucht vor den Spaniern hierher gekommen. Und dies war ein Teil ihrer legendären Heimat Aztlán. Die Azteken wussten, dass sie fliehen und den Schatz in Sicherheit bringen mussten. Also kehrten sie in ihre Heimat zurück. Sie mussten den Schatz an einem Ort verstecken, den Cortés nicht finden würde. Brent Child glaubte, es habe noch keinen See gegeben, als die Azteken ankamen. Nach seiner Theorie gruben die Sklaven einen Tunnel in den Fels, versteckten den Schatz und fluteten das Tal. Brents Sohn weiß mehr dazu. Es waren wohl an die 4.000 bis 6.000 Krieger. Der Theorie nach wurden die Krieger, die das Gold hierher gebracht hatten, getötet. Die Azteken glaubten an ein Leben nach dem Tod. Und die toten Krieger sollten den Schatz bewachen. Doch selbst tausende tote Aztekenkrieger konnten Brent Child nicht abschrecken. Wenn er sich etwas in den Kopf setzte, zog er es durch. Brent beauftragte ein Taucherteam mit der Erforschung der Höhle. Doch schon bald gab es Schwierigkeiten. Wir hatten Profitaucher aus San Francisco engagiert. Sie kamen mit modernster Ausrüstung, die gut $100,000 wert war. Doch immer wieder ging etwas kaputt und es kam zu allen möglichen Problemen. Linda bekam plötzlich keine Luft mehr. Wir stellten fest, dass ihre Luftzufuhr ausgeschaltet war. Es war genug Sauerstoff in der Flasche und sie war auch nicht kaputt. Sie war nur zugedreht. Die Taucher hatten keine rationale Erklärung für die ständigen Störungen an den Geräten. Doch sie waren sich einig, dass in der Unterwasserhöhle seltsame Dinge vor sich gingen. Sie sahen gespenstische Erscheinungen und eine Menge verrückter Dinge. Er schrie: Sie würgen mich. Um mich herum sind überall Geister und sie würgen mich. Ich kann nicht mehr atmen. Holt mich hier raus. Tony Thurber arbeitete seit über 20 Jahren als Taucher. Ich bin um die ganze Welt getaucht, aber nirgends habe ich etwas so Schreckliches erlebt wie in dieser Höhle. Und nicht nur er hatte an diesem Tag eine Begegnung mit dem Tod. Wir wachten spät in der Nacht auf und der Raum war voller Propangas. Das ist ein tödliches Gas, also stürmten wir alle raus. Ich habe keine Ahnung, warum das Gas austrat. Weder zuvor noch danach ist das je passiert. Trotz der unerklärlichen Geschehnisse gab es keinen Mangel an immer neuen Tauchern, die ihr Glück versuchen wollten. Es kamen viele Taucher hierher und sie alle machten mehr oder weniger dieselbe Erfahrung. Als Tauchgang um Tauchgang scheiterte, wollte Brent Child zu einer radikalen Lösung greifen. Der einfachste Weg zum Schatz war, den See trocken zu legen. Und genau das hatte mein Vater vor. Mit einem simplen Graben, der das Wasser auf ein Feld ableiten würde. Doch es gab ein Problem. Die Regierung bekam Wind von dem Plan und sie verboten meinem Vater, den See trocken zu legen. Die amerikanischen Behörden erklärten Brent, der See sei Lebensraum der Knapp-Bernsteinschnecke, einer stark bedrohten Spezies. Für das Töten auch nur einer Schnecke hätte er mit $50,000 Strafe rechnen müssen. Für Lon ist es kein Zufall, dass die seltenen Schnecken in dem See leben. Er glaubt, sie wurden eingesetzt, um den Schatz zu bewachen. Die Azteken verwendeten die Bernsteinschnecke in religiösen Ritualen. Man kann also annehmen, dass sie sie aus Mexiko mitbrachten und als Hüterin des Goldes in den See einsetzten. Sie sollte verhindern, dass jemand an den Schatz gelangte. Da die Bernsteinschnecke die Trockenlegung des Sees unmöglich machte, brauchte Brent einen neuen Plan. Er wollte die Höhle von oben aufbohren. Schon bald stieß das Team auf eine Höhle.
Und als sie den Bohrer heraufholten, konnten sie es kaum fassen. An der Bohrerspitze fanden sie kleine Goldsplitter. Das Blatt hatte sich gewendet. Nun mussten sie herausfinden, was wirklich dort unten war. Sie ließen eine Kamera in die Höhle herab. Die Bilder zeigten angeblich eine Statue und einen Haufen aus irgendetwas. Er sagte, in der Mitte der Kammer sei etwas aufgehäuft, aber er konnte nicht sehen, was. Außerdem sah er noch etwas an der Wand, dort, wo er den Eingang zur Höhle vermutete. Es sah aus, als würde dort jemand stehen. Manche glauben, es war keine Statue, sondern ein Mann. Und den Haufen konnten sie nicht genau erkennen, weil sie zu wenig Licht hatten. Das war alles sehr aufregend. Doch die Begeisterung wurde von einer Tragödie überschattet. Einer der Bohrarbeiter starb in der Nacht an einem Herzinfarkt. Und soweit ich weiß, starb wenige Wochen später auch seine Frau. Sein Bruder wagt es bis heute nicht, den Bohrer abzuholen. Er steht immer noch dort oben. Und dann bekam Brent Besuch von einem mysteriösen Indianer. Mein Vater erzählte mir, der Indianer sei zu ihm gekommen und habe gesagt, der Schatz ist hier, doch er ist für die Indianer bestimmt. Er soll die indianischen Stämme vereinen. Wenn du weiter nach ihm suchst, werden schlimme Dinge geschehen. Du musst aufhören. Und die Begegnung ging noch weiter. Sie gingen dem Indianer nach und folgten seinen Spuren im Sand. Doch nach einer Weile verschwanden die Spuren. Mein Vater kam zu dem Schluss, dass der Schatz tatsächlich bewacht wurde und nicht gefunden werden sollte. Also gab er die Suche auf. Wir müssen den Schatz in Frieden lassen. Er wird von den Kriegern bewacht, die hier zurückgelassen wurden. Brent beschloss, die Suche nach Montezumas Schatz aufzugeben. Im September 2002 kam er bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die Umstände seines Todes werden von manchen als mysteriös eingeschätzt. Brent Child verunglückte im Marysville Canyon, als er mit einem Pferd zusammenprallte. Manche glauben, es passierte, weil er dem Schatz zu nahe gekommen war. Sie glauben, der Schatz ist verflucht. Er ist verflucht. Der Fluch soll ihn schützen. Manche sagen heute, der Schatz gehöre den Nachfahren der Azteken, den amerikanischen Ureinwohnern. Der Legende nach wird ein Auserwählter kommen und den Schatz finden. Dann wird der Reichtum den Indianern zugutekommen. Wie gesagt, wenn die Zeit reif ist, wird man ihn finden. Lon Child hat allen Versuchen, das Gold zu finden, einen Riegel vorgeschoben. Wir lassen die Azteken in Frieden ruhen. Sie sollen ihren Schatz behalten. Heute sind viele in Kanab überzeugt, dass die 6000 Aztekenkrieger nach wie vor auf ihrem Posten stehen. Und jeden erwarten, der es wagt, sich dem Schatz ihres längst verstorbenen Königs zu nähern. Dem Schatz des mächtigen Montezuma.